Mann. Salvede des Kibule des Kibulequo. Oh, ich bin so dumm. Ihr habt euch wahrscheinlich gewundert, dass gestern, als ich gesagt habe, gestern so, die Folge zieht schon voll lang hin, macht's gut, bis dann. Und es waren irgendwie nur 9 Minuten. Das liegt daran, dass ich meinen Timer, dass ich mir endlich mal einen Timer gesetzt habe, aber vergessen habe, den auf Stopp zu klicken und dann quasi 2 Folgen getimed hatte. Und dann stand da auf einmal 29 und ich dachte so, was, schon 29 Minuten, ich muss aufhören. Und ich hatte total den Überblick verloren, weil ich nämlich hier irgendwie verloren bin. Weil ich generell verloren bin. Und deswegen habe ich dann aufgehört aufzunehmen, obwohl ich erst 9 Minuten aufgenommen habe. Das war richtig unintelligent. Und hab ich noch, ich kann auch einfach die Sachen hier ablegen. Habe ich hier noch Holz? Ich meine, ich muss ja nicht raus zu meinem das brauchen wir alles nicht. Eine Schaufel lasse ich mal da. So. Ich muss ja nicht zu meinem Haus. Es geht ja jetzt erstmal darum. Das kann ich mal behalten. Ah, ne, brauchen wir nicht. Oder? Doch, das nehme ich mal mit, weil das will ich zu meinem Haus mitnehmen. Stone brauchen wir eigentlich auch noch. Eigentlich. Eigentlich heißt ja eigentlich nein. Weil eins der Cobblestone nehme ich mit. Weiß ja nie, wenn man das mal gebrauchen kann. Wobei, ich kann es auch einfach ab... Nee. Oder? Soll ich nicht? Ist hier noch was drin? Oh, guck, Chicken. Und Eisen. Eisen ist immer gut. Ich habe so viel zu essen. Ich werde nicht verhungern, das ist klar. Ich habe sogar so viel Essen, dass ich jetzt einfach mal das Essen hier reinmache, weil ich habe noch genug zu essen. So. Pass auf, ich gehe jetzt einfach mal hier raus. Oh, was ist das da? Ah, ne, da wollte ich mich mal, glaube ich, anfangen einzugraben. Wenn ich jetzt wüsste natürlich, wo das hier rausgeht. Ich folge einfach mal den Fackeln. Ja gut, habe ich gesagt, ich folge den Fackeln. Ja, habe ich. Ich dachte, das sieht doch aus, als ob es da rausgeht. Warum? Hä? Gott, ich habe mich so verlaufen, Leute. Ich habe mich so verlaufen. Ich habe mich so verlaufen. Aber ich höre Monster. Oder sowas in der Art. Kann auch irgendwas anderes sein. Ich weiß es nicht. Oh, cool. Das ist eine Höhle. Das ist cool, aber... Hoppala. Hier sind ganz viele Creepy Creeps. Ich will zuerst, will doch erstmal raus. Bevor ich jetzt hier alles abmetzel, muss ich doch erstmal rausgehen, weil ich brauche Holz. Da oben ist was. Da ist das Licht. Da ist Licht. Ah ne, ist nur eine Fackel. Da oben. Siehst du, bin ich schon da. Warte, war das hier? Ah, gut. Jetzt weiß ich schon mal, wie man hier dann nochmal rauskommt. Und da muss man dann da nach rechts. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen Holz holen. Damit ich da drin nicht irgendwie so ganz verloren bin. Ach, guck mal, kennt ihr das noch hier? Hier war mein Bett, hier habe ich immer gesleept. Immer, vor allem immer gesleept. So, wie kann ich mich jetzt hier am besten hochbauen? Endeffekt ist ja egal, kann mich auch wieder runterkraften. Kraften? Wie ich es gerade gesagt habe, wie so ein typisch Deutscher. So. Holen wir erstmal ein bisschen Holz. Holen wir doch erstmal etwas Holz. Was ist das für ein eigentlich für ein Riesenbaum, ey? Das ist ja ein Mammutbaum. Mammutbaum bei Minecraft. Immer wieder in der frischen Luft, ist doch was Schönes.
Trotzdem muss ich bald wieder rein, weil ich will ja natürlich runter wieder zu den Dias. Hoppala. Dann bitte mal einsammeln alles hier. Ich würde sagen, so ein bisschen Holz. Wie viel Holz haben wir jetzt schon? Weiß ich ja. Sonne. Ach, guck mal, wie schön das aussieht. Ich finde es mit Shader eigentlich ganz cool. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr den Shader findet. Ich habe einige Shader ausprobiert und habe mich dann für den hier entschieden, weil der nicht zu übertrieben ist. Weil es gibt noch einen Shader, da ist das Wasser übertrieben nice. Richtig nice. Aber dann ist es richtig dunkel, wenn es dunkel ist. Also bei Nacht siehst du halt nichts. Hier geht es noch einigermaßen bei Nacht. Deswegen habe ich mich für den hier entschieden. Also man sieht ja, ich sehe jetzt trotzdem was. Ist zwar ein bisschen dunkler als normal natürlich. Ich könnte auch einfach den Gamma-Wert hochschrauben, aber dann sind das nicht mehr so schöne Farben und das, na, das wollen wir ja auch nicht. So. Ich wollte gerade eben schon wieder die Folge beenden, bin ich dumm, ey. Ach, wenn ich so bin. Ich bin so blöde. Beatboxende Crafter. Craften, craften, craften. So, jetzt haben wir glaube ich genug. Ja, jetzt ist das wird reichen. So. Nehmen wir jetzt einfach mal alles mit. Ging es jetzt nochmal rein, rüber. Ah ne, siehst du, jetzt hab ich mich schon wieder verlaufen. Da muss man echt aufpassen hier mit den Höhlen. Mein Höhlensystem ist noch etwas fragwürdig. Aber das brauchen wir nicht. Den Rest nimmst du halt mal mit. Auch wenn ich denke, dass ich am Schluss wahrscheinlich zu viel Platz wieder verschwendet habe. Die Sticks lassen wir jetzt auch mal da. Weil ich habe jetzt eh genug Holz. So, und dann geht's wieder. So, mein Dias, mein Dias, mein Dias, mein Dias. Wo sind... Oh, fuck, wo muss ich jetzt nochmal lang? Ah, wo geht's hier zu meinen Dias? Hier geht's nicht zu meinen Dias. Wo geht's hier zu meinen Dias? Ich laufe irgendwo lang und hoffe, dass da meine Dias sind. Bin ich jetzt... Ja, jetzt bin ich schon wieder im Kreis gelaufen. Nee, bin ich nicht. Ja gut, doch, jetzt bin ich im Kreis gelaufen. Hä, ich dachte, das war direkt da. Bin ich jetzt, sag mal, Leute, jetzt mal ohne Witz. Habe ich so eine schlechte Orientierung? Ich dachte, ich hätte da den Eingang. Da drüben. Wie komme ich... Ach so. Oh Gott. Ja, ja, jetzt habe ich es kapiert. Jetzt weiß ich. Wenn man da jetzt hier so hinten hochkommt, kommt man... Da sind wieder die Kisten. Ja, okay. Na, oh Mann. Ich bin ja, bei Höhlensystemen habe ich echt eine schlechte Orientierung. Muss man schon sagen. Aber ich glaube, ihr habt auch nicht so ganz alles jetzt registriert. So, ne? Oh, jetzt gehe ich mal darüber. Aber erst... Erstmal ein paar... Ein paar Stackschen. Und aus diesen Stacksen... Ah ne, was mache ich dann? Mache ich jetzt auch zwei Kisten. Und aus diesen zwei Kisten... Da lege ich jetzt mal Holz rein. Dann mache ich mir allerdings nochmal gleich... genug Sticks. Eine Stack-Sticks da rein. Eine Stack-Sticks. So, und dann mache ich mir noch ein bisschen aus der gesamten restlichen... Oh, was habe ich jetzt gemacht? Ah, aus der gesamten restlichen Kohle mache ich mir jetzt noch ein paar Fackeln. Weil Fackeln sind ungefähr das Wichtigste. So, dann mache ich die hier rein, nehme die nochmal auf. Mache die hier rein. Zwei Stacks werden, glaube ich, reichen. Sagte er. Wahrscheinlich später so, nein, warum habe ich nur zwei Stacks gemacht?
Nee, es wird reichen. Vorerst. Vorerst, liebe Freunde, wird das auf jeden Fall reichen. So, hier war... Hier hatte ich doch irgendwo Monster gehört, ne? Jetzt höre ich aber keine Monster mehr. Was bedeutet, entweder habe ich die alle getötet schon, unterbewusst in meinem Traum. In welcher Ebene bin ich gerade? 12, das ist eigentlich ganz gut. Nichtsdestotrotz suchen wir natürlich weiterhin nach Diamanten. Die Diamantensuche, ja, yeah, ich hätte nicht gedacht, dass das so lange dauert. Ich dachte so, in 5 Minuten hast du halt genug Diamanten, um dir eine komplette Rüstung, ein komplettes Werkzeug, ein komplettes Schwert zu bauen, aber ja, nee. Oh, ja, ja, jetzt, lag, ja, yeah. Moment, ich muss kurz kommen. Oh, ja. Yeah. Ich hab Diamanten gefunden. Nice, 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 nice. Wahrscheinlich nur 2 Stück, aber egal. Oder nur 1 Stück. 2 Stück. Schaut euch diese Diamanten an. Ich muss sie jetzt freigraben. Oh, da sind auch noch 3. Nice, nice. Oh, oh, das sind auch noch. Ganz vorsichtig. Vorsicht, Tobi, dass du nichts anrührst. So. Ja, ich bin blöd. Ich bin echt blöd. Oh Mann. So. Ah, ich hätte mir drüben noch eine neue Spitzhacke machen können. Oder habe ich noch eine? Nee. Ich muss gleich nochmal hin, wenn wir eine Spitzhacke machen. Oder ich mache ich mach mir eine Diamantspitzhacke. Yes. Wobei, das ist unnötig, weil das brauche ich später für... Um Obsidian abzubauen. Yeah. So. 4 Diamanten. Da war gerade ein komisches Geräusch. Und theoretisch... Ah, ich wollte mir erstmal eine neue Spitzhacke machen, genau. Ach, Leute. Ich bin so glücklich jetzt. Ich habe Diamanten gefunden. Wahrscheinlich sterbe ich jetzt in der nächsten Folge oder so. Ja, das wäre nicht lustig. Aber wie viel brauchen wir? 1. Okay. So, ich gehe jetzt mal dahin, wo ich die Diamanten gefunden habe, weil das ist ja schon mal, das ist ja dann schon mal eine gute Aura. Wenn ich von da jetzt einfach... Oh, hallo. So. Ah, ich hätte mir... ich mache mir gleich ein Diamantschwert. Das ist doch eine Idee. Ich mach mir gleich ein Diamantschwert. Aber ich mache mir gerade eine neue Crafting-Box, weil jetzt mal dahin rennen, das dauert ja ewig. Ich hab schneller das hier gecraftet. Gecraftet. Wo ist denn meine... Hä? Habe ich keine Holz... Ah, ich habe das alles verbraucht, oder wie? Obala. Und zwar kann ich mir erstmal... Oder soll ich mir... Nee, ich nehme Diamant-Sword. Das sieht schon mega smooth aus, auf jeden Fall. Wobei es hat nur eine Attack-Damage mehr. Ich würde es halt gern verzaubern, aber... muss mich erstmal informieren, wie man eigentlich verzaubert. Ja gut, das Diamantschwert sieht aber echt cool aus. Yeah, bam, bam. Ich würde sagen, dafür kriegen wir einen kurzen spontanen Applaus. Und das war's dann mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es auf einen Daumen hoch. Gebt einen Daumen hoch für das Diamantschwert und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dann, haut rein.